Sollst du mich parodieren? Ja. Habe ich da einen Parodie-Double mit? Ja. Aha. Hallo, grüß euch. Da bin ich. Wieder. Da Niklas. Heute sind wir gerade in Slowenien. Der Papa kommt gleich. Und das ist der Teil 2 von Staden im feuchteren und schweren Boden. Hallo und grüß euch, hier ist der Markus Burkhardt, dieses Mal aus Slowenien. Heute sind wir multinational unterwegs. Heute bin ich nämlich zu Besuch beim Niklas, seinem Opa, welcher gleichzeitig mein Papa ist. Der ist nämlich Slowene und das passt irgendwie ganz gut zum Thema, nämlich Teil 2 der feuchtigkeitsliebenden und was meinst du noch? Schwere Böden. Und schwere Böden, liebenden Pflanzen oder Stauden. Weil da, zumindest bei meinem Vater und auch in der näheren Umgebung, da ist eigentlich wunderbarstes Weinbauklima. Was tun wir eigentlich da? Wir sollten eigentlich einen Wino trinken. Du nicht, aber nur ich. Du darfst einen Traubensaft trinken. Aber diese Böden sind sehr schwer, sehr, sehr schwer. Und vielleicht finden wir ja da auch noch was. Also es passt auf jeden Fall gut zum Thema. So, jetzt müssen wir aber geografisch wieder springen. Jetzt hupfen wir wieder zurück in unseren Garten, wo wir die nächsten Porträts gedreht haben. Und dann wird uns da hoffentlich irgendein schöner Abschluss einfallen. Hast du Flöhe? Dann unbedingt dabei bleiben. Die nächste Pflanze könnte für dich wichtig sein. I am not a raincoat here to keep you warm. Achtung, Kusi, Erdwespen. I'm not a match simply waiting to burn. All I am is a friend, your friend till the end. I'm not your impression of a city. Hast du Flöhe? Nimm das Flohkraut. Man hat das früher tatsächlich, deshalb gibt es noch so einen alten Namen, Flohkraut, dafür verwendet, um, wie man es genau gemacht hat, weiß ich leider nicht, vielleicht weiß das noch wer von euch, dann bitte gerne reinschreiben. Man hat damit Flöhe aufgesammelt, indem man so drüber gestreicht ist mit diesen Blütenständen, weil deshalb heißt er eben klebriger Salbei. Andere Namen sind auch Waldsalbei oder gelber Salbei, alles eigentlich ganz gute Namen, weil die Blüten kleben. Also man bleibt sofort haften, wenn man das ein bisschen berührt. Und das wird man früher eben hergenommen haben, dass man diese Flöhe da damit eingefangen hat. Also ganz interessant. Also ich hoffe nicht, dass es ihn braucht, aber wenn, könnte man es ja versuchen. Der klebrige Salbei ist wieder eine wunderbare Pflanze meiner Region. Das ist vielleicht ein kleiner, klitzekleiner Seitentipp, den ich jedem gebe. Es ist immer nett, wenn es bei euch daheim spazieren geht. Einfach in der Gegend ein bisschen sich rumtreiben lassen. Einmal irgendwo in den Wald reingehen und einfach schauen, was gibt es denn bei mir daheim. Denn meistens sind dann diese Pflanzen die, die bei euch auch sehr gut wachsen. Und man lernt es dann einfach wieder schätzen, dass ja eigentlich die Pflanzen, ich brauche halt nur noch ungefähr 100 Meter runtergehen in den Graben. Und da wächst eben dieser klebrige Salbei. Aber interessanterweise wird er im Garten kaum verwendet, obwohl er sehr, sehr gartenwürdig ist. Halbschatten, eher so kühl, fühlt er sich wohl, geht aber auch ganz gut in der Sonne, wenn es feucht genug ist. Pralle Sonne wächst er auch, aber er wird gelb aus ganzen Pflanzen. Ist dann nicht so schön.
Und das Coole ist an diesem gelben Salbei, er wurde für die Hummel gebaut, kann man wirklich so sagen. So wie zum Beispiel der Eisenhut. Die Blüte, die hat so eine Vorrichtung, wo die Hummeln super landen können. Und wenn sie dann da reinkrabbeln, um den Nektar zu erwischen, dann kommt von oben der Pollen runter, bang! Und dann hat es eine Ladung Pollen hinten oben und nimmt den Pollen dann mit zum nächsten. Und dort findet dann der genetische Austausch statt. Also der gelbe Salbei weiß genau, wie er das anstellt. Und die Hummel freut sich, weil es da eigentlich für sie einen leicht zugänglichen Nektar tief in dieser Kronröhre drinnen braucht. Einen langen Rüssel und da holen sie es dann raus. Jetzt haben wir mal eine Pflanze, die es eigentlich nicht käuflich erwerben müsst. Muss einmal schauen, ob man vielleicht da ein bisschen an Samen abnehmen, sondern ihr braucht eigentlich nur eins machen im Garten. Meistens kommt er dann von selbst, wenn man Bereiche einfach in Ruhe lässt. Das ist der Hohlzahn und der wächst eigentlich wirklich nur deshalb da, weil ihn halt da wachsen lässt, weil hier nicht Rasen gemäht wird oder nicht regelmäßig gemäht wird. Und scheinbar ist dieser Hohlzahn für, wie nennt man denn sowas, für Historiker, ein eindeutiges Indiz, wenn man den findet, oder meistens findet man die Samen bei irgendwelchen Ausgrabungen, dass dort in diesem Bereich die Menschen früher schon Ackerbau getrieben haben. Es ist ein Kulturfolger, ein typischer Kulturfolger, der in sehr vielen Gärten eigentlich wachsen würde, nur meistens lässt man nicht, weil man irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen aus Unkraut empfindet. Er ist einjährig, sieht sich super aus und wächst halt einfach wirklich schön. Er kaschiert bei mir immer so die Stöhnen, die mir nicht gefallen. Die macht er schön zu und es ist eine wuchtige Hummel- und Bienenpflanze. Also was da los ist, es ist wirklich erstaunlich. Du musst nichts machen, du musst ihn nur wachsen lassen. Das ist alles. Und er liebt denn diese schweren, zum Teil eher feuchten, nährstoffreichen Böden. In this day another grave. All the pieces are in place, tied in strings of happiness. Look, the seasons have turned grey, they take you far. Also, wer den Hohlzahn hat, der freue sich. Das ist ganz interessant beim Hohlzahn. Er hat so die Samen, ich glaube, man nennt es Klausen. Das sind so eine Art Zerfallfrüchte, die fallen dann irgendwann und da gibt es gar nicht so wenig Tiere, die an diesen Zerfallfrüchten interessiert sind, unter anderem die Sumpfmeisen, die sammeln die ganz gern. Und wenn die Sumpfmeisen in Gebieten wohnen, wo eigentlich ein gutes Nahrungsangebot sind, die sind gern so in, eigentlich nicht in Sümpfen, sondern eigentlich in, ja, so Laubmischwäldern, würde ich mal sagen, wo es Platz haben zum Fliegen, wo ein bisschen Totholz drinnen ist. Und die sammeln diese Früchte und verstecken es dann in so Baumritzen drinnen. Und dann haben sie einen Lagervorrat angelegt. Das sagt uns einfach wieder, es ist schon gut, wenn solche Pflanzen da sind und wachsen können, weil das einfach wieder für sehr viele Tiere eine Nahrungsgrundlage ist, was wir eigentlich gar nie mitkriegen in Wahrheit. Es ist wirklich witzig mit meinen Hornissen. Sie haben den ganzen Grund zur Verfügung. Einen haben wir unten erbaut in einem Heuhaufen. Wo bauen sie sich hin? Genau im Nistkasten bei der Brombeere. Ist ein gewöhnungsbedürftiges Gefühl, hier Brombeeren zu ernten. Aber es ist, sie sind wirklich gutmütige Kerle. Wenn man es einfach in Ruhe lässt und sie normal herum bewegt, dann ist ihnen das eigentlich völlig egal. Es ist ganz nett, wenn man da steht. Sie zischen immer so einer wie so träge, schwerfällige Jumbo-Jets. Man muss halt ein bisschen in Ruhe ernten. See the red light flashing, I can see the warning signs, but the times they aren't changing around here. Building walls and closing bridges, saying all they want is peace. Sure I'm young, but I can read through the lines. We don't need your sympathy, just a little empathy. I might go a little crazy, but why
can you see? We're standing here and watching as it falls. When growing up, we used to have it all. Super Pflanze, Gnauzia maxima, die Waldgnauzie maxima, deutet auf Größe hin. Man kann es eigentlich nicht mehr recht da glauben, aber es hat der Sturm und das immer wieder draufwascheln hat es halt so ein bisschen auseinander gedrückt. Sie ist auch schon jetzt am Ende ihrer Blütezeit langsam angekommen, wird einiges an Samen da produziert, sieht sich wirklich gut aus, ist eigentlich eine Pflanze, die man wieder gern sieht, wenn man ein bisschen wandern geht. Österreich, Deutschland, Schweiz ist so eine wirklich eine europäische Pflanze, vielleicht nicht zu weit in den Norden rauf. Aber wie alle Gnauzien oder Witwenblumen, eine hervorragende Insektenweide. Es wird wirklich permanent Bienen, Schwebfliegen, Schmetterlinge drauf sehen. Die ganze Zeit, glaube ich, gell? Wenn man runtergeht, jetzt hört es ein bisschen auf, weil es schon gegen Ende der Blühzeit geht. Aber es sind wirklich sehr, sehr viele Insekten oben. Ich würde euch nur raten, die Waldgnauzie, setzt es nicht zu heiß und nicht ganz zu sonnig. Da geht es noch gut, weil der Boden eben sehr feucht ist und sie von der Hecke ein bisschen einen Schatten kriegt. Sie wächst in der Natur eher in so kühlen, ja, so ein bisschen halbschattig, schattig, gerne in der Nähe von Bächen, wo es ein bisschen eine Luftfeuchtigkeit hat. Ist sehr gartenwürdig, wird wenig im Garten verwendet, obwohl es richtig eine unserer größten heimischen Stauden ist. Wird 1,5 Meter groß, ziemlich mächtig und wenn man es eben lässt, sieht sie sich ja ganz gern aus. Man kann den Samen einfach auch nehmen und irgendwo hinschmeißen. Wenn der Nachbar zum Beispiel noch Bedarf hätte an Blumen, könnte man ihm damit aushelfen. Wäre ein Versuch wert. Schauen wir, ob das geht, ohne dass ich die Bienen beleidige. Naja, es hat sich halt wirklich ziemlich hingelegt. Fast 2 Meter wird die hoch. Nein, 1,5 Meter wird es in etwa. Und der Regen hat es halt bei uns ziemlich niedergeschmissen. Aber würde ich euch empfehlen, wenn ihr diese Böden habt. Ein wunderbares Teil. Eisenhütte. Alle Eisenhütte. Egal ob blauer Eisenhut, gelber Eisenhut. Ich mag es alle gern. Der braucht zwar relativ lang, der Eisenhut. Er ist ein langsamer Entwickler. Aber er blüht eben sehr spät und braucht auch eher diese feuchteren, kühleren Lagen. Sofern man sowas im Garten hat, könnte man das probieren. Die Hummeln jedenfalls, die werden sich sicher bei euch vielleicht nicht persönlich bedanken, aber sie werden sich freuen. Braunelle, ja, geht auch gut. Spitzwegerich, genau das war's. Gegen das bin ich noch allergisch. Spitzwegerich? Das ist doch voll gesund. Ja, aber gegen die Pollen bin ich allergisch. Schaut wie die Wasserminze aus. Wo ist die Wasserminze? Hm, Nicke? Ja, wäre möglich, gell? Das ist eindeutiger Minze, ja. Also eindeutiger Pflanze für sehr schwere, nasse Böden. Riecht es? Ja, riecht gut. Könnte sein. Muss nicht sein. So, das war's jetzt von uns. Ich wünsche euch wieder eine super schöne Zeit bei euch daheim, in eurem Garten oder wo es auch immer gerade seid. Aha, mein
absolut wichtiger Assistent ist im Anmarsch, weil ich vergiss sicher wieder irgendwas. Und das ist wirklich ein netter Zufall, deswegen habe ich mir das jetzt da ausgesucht für die Verabschiedung. Da haben wir nämlich alles zusammen, was wir besprochen haben, aber schon bei uns daheim gedreht haben. Und da in Slowenien ist alles auf 2 Quadratmeter. Hätten wir uns wieder alles ersparen können. Da haben wir den klebrigen Salbei, den Hohlzahn, die Wiesenwitwenblumen, es sind sogar Waldstorchschnabel dabei und Lungenkräuter etc. etc. Also wirklich ein schöner, netter Platz. Also macht es gut. Sehr nett, dass ihr alle dabei seid, dass so viele immer dabei sind. Ist wirklich auch für uns eine schöne, abenteuerliche Reise. Und irgendwas habe ich sicher wieder vergessen, Niklas, oder? 2 Sachen. Autsch. Abonnieren. Abonnieren. Bitte. Und. Sofort. Und der Shop ist in der Beschreibung. Ah ja, der Shop ist in der Beschreibung. Stimmt. Das hat uns der Niklas schon etliche Male darauf hingewiesen. Vielen Dank für diesen Assistenzeinsatz, weil wir vergessen das wirklich. Wir sind ja vielleicht wirklich zu alt für dieses Format. Also, macht es gut. Danke fürs Dabeisein. War wie immer wirklich nett. Und ich hoffe, es habt vielleicht den einen oder anderen von den Pflanzen noch nicht kennt. Oder es war ein bisschen was, hoffentlich was Neues dabei. Also, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Naja, da bestätigt sich wenigstens unsere ganze Theorie. 3 Schritte weiter ist der nächste Vertreter vom schweren Boden, der Wasserdost. Wir haben alles benannt da. Es ist wirklich herrlich. Warte, ich möchte nur, dass man den Stamm ein bisschen sieht da. Falls ihr euch fragt, unter welchem schönen Laubbaum wir da gerade drehen, das ist nämlich wirklich schön. Und da, daran merkt man, dass wir weiter südlich im Weinbauklima sind, im steirischen Weinbauklima. Wir sind da in der slowenischen Steiermark. Es ist eine herrliche Kastanie, oder die Edelkastanie, also die Maroni, mit diesen typisch langen Blättern. Und man sieht auch schon, ein bisschen Ernte gibt es auf jeden Fall her. Es ist einiges oben. Magst du einen Brombeer kosten? Ja. Musst aber schnell sein, sonst gehört es mir. Die sind gut. Draußen die schauen, ob Schlangen drin sind. Die sind gern da drin, weißt, weil es schön warm ist unter der Folie. Ah, schau! Da liegt, da ist eine Haut. Ah ja. Ja, wirklich. Da hat sie sich gehalten. Das dürfte von einer Eskulap-Natter sein. Ah, das biegt da oben, aber da haben wir, die Haut ist da, aber Schlangen da ist, weiß ich nicht. Teach my soul to sing your song, even when my eyes can't see. When I can't see. Na, es kommt kein slowenischer Bär. Naja, wer weiß, ist nicht so sicher in Slowenien. Aber das ist cool, oder? Das sind einmal richtige Baumschwämme. Keine Ahnung, welcher Ort. Aber Wahnsinn, imposante Gebilde.
Einer seiner letzten Verwendungszwecke vom Baum wird alles verwendet von der Natur. Gave you life to take my fall. So in the storm I will have peace. So come the storm I'll still believe. Ja, das ist zwar noch, ja, da blüht noch eine Knauze, eine Witwenblume. Es ist ein Hohlzahnparadies, aber ich hätte eigentlich den Waldziest gesucht, aber es ist leider alles verblüht. Vor einem Monat waren die noch wunderschön da in Blüte. Vielleicht finde ich das. Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht damals von dem Waldziest da unten. Vielleicht finden wir das. It seems I'm at the end, and I don't know what I believe. Through the cloud I see your hand, reaching down to guide me. You're always reaching down to guide me. Cause I am yours and I am free. Jetzt haben wir noch eine wahrhaft kolossale Begegnung gehabt mit einer wirklich beeindruckenden Raupe. Typisch Schwärmer, mega groß, mega riesig. Und wer hätte es für möglich gehalten? Der frisst nämlich nur, würde ich jetzt nicht hundertprozentig vielleicht mit Sicherheit sagen können, aber an der Ackerwinde. Also eine Pflanze, die wahrscheinlich jeder Garten Freund eher verschmäht oder versucht loszuwerden, an dem frisst dieser Windenschwärmer wirklich eine gewaltige Raupen. Hinten mit diesem furchteinflößenden Haken auf der Seite hat es diese Scheinaugen, damit die Feinde sich fürchten. Einer der schnellsten Schwärmer überhaupt, fliegt angeblich bis zu 100 km/h, wenn er muss. Da versteckt es mir die Stimme. Weil der wirklich so prächtig ist, kommt ganz gern scheinbar vor Afrika um, also die Elterntiere. Herüben lassen sie dann irgendwo nieder, legen die Eier und die Raupen fressen eben dann an der Ackerwinde. Ja, die Begeisterung hält sich in Grenzen, aber es ist eine, wirklich eine schöne Blütenpflanze, der Trichterwinden. Geil. Mein Papa hat nicht so erfreut damit, aber es wächst auch haufenweise am Randstreifen von den Äckern. Und da ist seine herrliche Nahrungspflanze für eben diese Monsterraupen. Ja, das ist natürlich schon eine beeindruckende Geschichte, was die Vera mit dem Papa da macht. Das ist wirklich ein sehr, sehr großer Gemüsegarten und sie brauchen eigentlich gemüsemäßig nichts kaufen über das ganze Jahr. Das machen sie alles selber. Ist natürlich viel Arbeit, klar. Aber man hat halt auch wunderbare Lebensmittel, sie dann sehr viel dann einlegen über den Winter. Und wir sind da immer Nutznießer. Jetzt mal, wenn wir besuchen, kriegen wir kriegen wir super Glasl mit. Und Erdäpfel natürlich, aber auch da hat er einen Haufen verschiedenste Sachen, natürlich alles ohne Gift, reine Handarbeit, so wie man es machen soll. Irgendwann hoffe ich, dass ich ein bisschen mehr Zeit kriege. Dann werde ich das auch noch. Dann werden wir so die Geheimtipps vom Papa dann holen. So geht Tomate. Weiß nicht, ob man das sieht. Schön, gell? Das sind Tomaten. Schau da, gleich noch einmal. My brother and I left
family tree. When I tell the story, they say that they left me. So I wander through a country with no name. Hard to know just who you are without some.